Heute gibt es mal was ganz Leckeres. Wir waren bei der Kälte draußen und da muss es was richtig Leckeres geben, was den Körper warm hält und richtig Hitze bringt. Ja, und das gibt heute Mahi Mahi Kaukasisch. Kaukasischen Mahi Mahi. Wer jetzt nicht weiß, was Mahi Mahi ist, kein Problem. Das ist die Goldmakrele, auch Dorado genannt. Und in Amerika sagt man Dolphin dazu, ist aber nicht Flipper. Ne? Und ja, das ist ein wunderbarer Fisch. Welcher das ist, den seht ihr mal hier. Ja, und der kommt jetzt hier, diese Filets, die wir hier haben, die hat mein Sohn Jonas mitgebracht. Und zwar haben wir die hier genau. Die kommt von Mallorca. Da kann man die nämlich richtig gut fangen. Und Jonas arbeitet dabei marbalea.com. Die Internetadresse seht ihr hier. Und die hat er uns mitgebracht und die hat er uns eigentlich zu Weihnachten geschenkt. Und die wollen wir jetzt mal machen. Die habe ich leicht angebraten, nur mit ein bisschen selbstgemachtem Paprikagewürz. Habe ich die gebraten in der Pfanne, habe da noch so ein schweres gusseisernes Gefäß, so eine große Gusspfanne raufgedrückt, damit das ordentlich angedrückt wird und die Haut kross wird und das schön gleichmäßig erhitzt wird. Das habe ich aber nur zur Hälfte gemacht. Man sieht auch hier, dass das also noch nicht durch ist. Ja, und dann habe ich 12 Zehen Knoblauch, also eine Tutze Zehen Knoblauch, ordentlichen Knoblauchmus gemacht und den in ein bisschen Butter angebraten in diesem wunderschönen Gussgefäß hier. Ja, und dann habe ich da mit dem Bratensud abgelöscht und ich habe also jetzt, normalerweise macht man es mit Milch, ich habe es wahrscheinlich im Kaukasus mit Yak-Milch oder so, ich habe es mit Oatly gemacht. Das ist halt so ein Ersatz, den ich halt auch in Kaffee trinke und in Tee trinke. Das ist so ein Haferdrink halt und damit mache ich das. Dann ist noch Butter drin, ordentlich viel, also auch über 100 Gramm Butter und den Knoblauch habe ich in ein bisschen Butter auch angeschwitzt vorher. Ja, und dann ist noch Creme Fraiche eine Packung mit rein, also so 200 Milligramm. Und das Ganze dann ein bisschen aufgeblubbert. Salz ran, Pfeffer ran, ein bisschen Paprika noch. Ja, und immer ordentlich umgerührt. Und jetzt kommen diese Filets da rein. Die packen wir jetzt da rein. So. Klong, schon verschwinden sie. Zack. Gehen noch, müssen wir normal angeln nachher dann. So. So, habe ich die anderen jetzt. Zack. Das köchelt noch ein bisschen vor sich hin. Das habe ich aber schon abgeschmeckt. Also, das ist alles schon ziemlich perfekt. Den letzten kriegen wir da auch noch irgendwie unter. So. Boah, das ist schon mal echt mega genial. Ja, und das kommt jetzt noch für so 6, 7 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Dann kann das nochmal so ein bisschen durchziehen. Der Fisch wird gar und ist dann super zart. Richtig geiles Essen dazu. Passt entweder ganz einfach Baguette. Oder, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt Kartoffeln aufgesetzt und mache dazu ein schönes Kartoffelpü, ne? Mit ein bisschen Milch noch und ein bisschen Butter. Das mache ich dann fertig, wenn ich jetzt das im Ofen habe. Und dann ist das alles, ja, eigentlich zum Schluss gleichzeitig fertig. Und dann kommt noch so ein bisschen Petersilie am Schluss drauf oder Koriander. Koriander ist gerade aus. Deswegen habe ich Petersilie genommen. Die kommt nachher als Deko so ein bisschen drauf. Und das ist das Essen. Habe ich auch schon mal in Kona und Küste mit Heilbutt veröffentlicht. Natürlich gibt es im Kaukasus kein Mahi-Mahi, keine Goldmakrelen. Das wird dann normalerweise mit Hühnchen gemacht. Aber ich habe das schon mal gemacht, 2, 3 Mal das Essen. Das ist einfach mega lecker. Und gerade wenn es kalt ist draußen, wärmt das so richtig von innen an. Jetzt kommt's in den Ofen. Nun haben wir 10 Minuten gewartet. Nun müsste das eigentlich fertig sein. Ich mache mal den Ofen auf. Zack. Och, das riecht schon sowas von geil. So sieht das dann aus. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist jetzt die Goldmakrele. Und jetzt machen wir noch so ein bisschen Topping obendrauf. Ein bisschen, also wie gesagt, eigentlich Koriander. Aber dann nehmen wir das halt. Nehmen wir jetzt Petersilie. Ist halt grad, Koriander ist halt gerade aus. Ist ja auch Winter, ne? Das ist mit Koriander immer ein bisschen schwierig. Und hier auf dem Land, wo ich wohne, da hat nicht jeder Supermarkt dann einfach immer so viel Koriander. Ja, und dazu gibt es leckere, natürlich selbstgemachten Kartoffelstampf. Also ich finde das Wort Kartoffelpüree irgendwie besser. Ne? Aber von daher, das gibt es jetzt. Und ich denke mal, das sieht nicht schlecht aus. Ne? Das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Ich freue mich schon. Jetzt probieren wir mal die kaukasische Mahi. Ich glaube, das ist so auch noch nicht so häufig passiert. Oh, aber diese Knoblauchsoße ist schon so lecker. Schönes Stück Mahi. Boah. Alter Schwede. Also, Knoblauch überdeckt nicht, perfekt ergänzend. Und die Mahi ist einfach nur zart und
Und durch diese Festigkeit, die sie auch immer hat, ist ja auch Chickenfisch genannt, also Hühnchenfisch. Einfach super lecker. Echt der Hammer. Und die Soße dazu mit dem selbstgemachten Kartoffelstampf. Alter, der Wahnsinn. Ein Traum, also wirklich ein Traum. Alter, war nicht mal. Alter. Yeah.